Hi und herzlich willkommen bei deiner heutigen Bewegungspause. Heute mit der Übung Hürdensprint. Und dafür habe ich mir eine echte Hürdensprinterin ins Video geholt, und zwar die Pam Dudkewitz. Ist für die deutsche Nationalmannschaft bei den Weltmeisterschaften angetreten, hat Bronze geholt. Und ja, wer könnte uns das besser zeigen, wie es funktioniert, als du, Pam? Und wir werden uns erst aber ein bisschen aufwärmen, so wie du das gemacht hast dort. Und dann legen wir los, dann werden wir natürlich auch mal richtig durchsprinten, über Hürden springen. Wie viele sind es insgesamt? 10. 10 Hürden müssen wir nachher überwinden. Du stellst bitte den Stuhl zur Seite, stehst erstmal auf und dann legen wir gleich los. Okay, ich hoffe, ihr seid soweit. Pam? Ja, wir starten erstmal auf einem Bein stehend und ziehen das Bein immer zum Brustkorb ran, halten kurz und wechseln, um da mal ein bisschen Länge zu kriegen. Machen wir es nochmal. Fängt schon mal ganz entspannt an. Ganz entspannt. Und jetzt wird es ein bisschen mehr Bewegung, weil die Hüfte ist ja total wichtig beim Hürdensprint. Also machen wir jetzt mal so eine große 8. So groß du kannst. Und nochmal in die andere Richtung. Okay. Hast du noch eine? Ich habe noch eine letzte, die mache ich auch immer ganz, ganz wichtig. Und jetzt ziehen wir das Bein immer von der Seite nach vorne ran. Genau, wie es dann später auch beim Hürdenlaufen ist. Ja. Du kannst auch die Arme mitnehmen. Okay, ich wäre bereit. Gut, ja, ich hoffe, ihr seid auch aufgewärmt. Dann würde ich sagen, wie starten wir von weiter unten? Mhm. Okay, wir nehmen mal diese Startposition, 10 Hürden. Mal sehen, ob ihr schneller seid als Pam oder als ich. Wir werden sehen. Okay, auf die Plätze, fertig, los geht's. Und Hürde. Jetzt bist du schon bei der zweiten. Okay. Dritte. Ja, ich versuche dich noch zu holen. Vierte. Fünf. Sechs. Und noch mal anziehen. Acht. Neun. Und der Zieleinlauf, wichtig. Okay, sehr gut. Super. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid wieder fit für den Unterricht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe meinen ersten richtigen Hürdensprint gemacht. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder bei deiner Bewegungspause. Tschüss.